würde mal sagen, willkommen. Eigentlich ist das Mortys Aufgabe jetzt zu begrüßen. Ja, willkommen zu meinem Du Stream. bist Streamer, ich Ich bin begrüße hier der mich. Was Streamer. machst du? Ich begrüße die Zuschauer zu Pen and Paper, die Herrschaft der Schatten, Teil 2 mit DM Morty, an den ich jetzt übergebe. Ja, schön. Spielleiter Hallo, Morty. ich warte noch, bis alle in der Runde sind. Ich glaube, ich Ja. bin drin. Ich bin noch Nein, drin. Das ist Ich sehr glaube gut, nicht. dass alle noch nicht vorbereitet sind. Ist Okay, das dann. Bild übrigens ein Spoiler? Ist das schon die Das Zukunftsvision? müsste ein kleiner Ja, Spoiler sein, den wir jetzt hier sehen. das ist immer. Der Spoiler ist nach 5 Minuten erledigt. Also. Na gut. Aber ich Ich sag jetzt mal. pack als erstes Bild immer irgendwelche passenden Hintergründe für die Runde ein. Jo. Ich darf mal kurz vorstellen, Juhu! wir haben hier einmal den Spielleiter, den DM Modi. Wir haben Tavos wieder mit dabei gespielt von Ikerikus, aka Prof. Dann haben wir den Yeet. Admiral Crowley, der den Levi Maxwell spielt. Und dann haben wir die Yomi, die Sylvana spielt. Wenn ich das richtig ausgesprochen Genau. habe. Alles gut, alles Und richtig. ja. Unser Spielleiter erklärt mal, also die Charaktere müssen wir jetzt nicht alle wieder vorstellen. Da habt ihr hoffentlich die erste Episode, Sonst ist die erste halbe Stunde um. die erst, ihr habt die Und erste, dann ihr sind die habt anderen Charaktere dran. den ersten Teil habt ihr hoffentlich alle geguckt. Wir befinden uns jetzt schon im zweiten Teil. Wenn nicht, dann, also wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, später in Ich den kann auch Aufzeichnungen. kurz eine Zusammenfassung geben, das ist kein Problem. Wenn nicht, dann guckt das unbedingt nochmal, bevor es losgeht. Morty kann auch gleich nochmal eine Zusammenfassung geben. Für die aber aus irgendwelchen Gründen das noch nicht geguckt haben und die aus irgendwelchen Gründen auch noch nach wie vor keine Ahnung haben, was Pen and Paper überhaupt ist, Modi, erklärst den Leuten Shame on mal, you. was ist dann. Muss ich das jetzt wirklich jedes Ja, Mal machen? Also ich bin gut. für die Leute, die jetzt Okay. einsteigen und jetzt gerade auf Twitch zum Beispiel, die jetzt gerade eingestiegen haben und auf Twitch den ersten Teil verpasst haben, das ist da. Was ist denn Pen and Paper überhaupt? Wie macht man das? Also, was fragst du mich da? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich bin einfach nur da. Nee. Er spielt nicht mal mit, ey. Nee, ey. Gut, alles professionell hier. Das ist alles professionell. Ja, Der alles Spielleiter, sehr der kennt sich nicht professionell. aus. Wir sind übrigens immer noch nicht vollständig im Programm. Nee, seid ihr nicht. Moment. Ich habe Ja. mein Passwort verlegt. Passt schon. Wird noch. Es wird schon noch. Alles Wird schon professionell noch. hier. Alles Ja. hochgradig Heute professionell. Abend. Ich Es schaff's ist noch. Glaubt mir professioneller nicht. als letzte Runde. So viel kann ich schon versprechen. Das bezweifle ich. Are Warte, ich hör mal kurz, ob man die anderen im Stream hört. Ja, das ist, das will man, das ist. Ja, das wäre sehr gut. Hör mal kurz rein, müsste eigentlich sein, aber Ah, gut. das war so schön Ja, mitzuhören. das hört sich gut an. Perfekt. Perfekt. Gut. Es geht schon wieder super los. Okay, soll Mein ich jetzt die Charakterbogen. Einführung machen? Ja, mach mal Ja, kurz. führe uns ein. Was ist Pen and Paper? Also, oh Gott. Im Grunde kann man sich's vorstellen wie eine interaktive Geschichte. Ich erzähle, was passiert, und die Spieler dürfen sagen, was ihre Charaktere machen. In bestimmten Situationen wird auf bestimmte Werte gewürfelt und dadurch entschieden, ob die Leute gut genug sind oder genug Glück haben, um das Ganze soweit zu überleben. Ansonsten gehen sie meistens drauf. Das ist so die Kurzzusammenfassung. Gut, und wir haben hier, wir spielen ja natürlich in Roll20 im Online-Programm. Wir sitzen nicht am Tisch, wie es normalerweise sein müsste. In einem Pen-Paper-Spiel, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Normalerweise sitzt man da zu viert oder zu fünft, im Idealfall zu fünft, wenn der Spielleiter dabei ist, wenn nicht gerade krank ist, am Tisch Wäre auch mal schön, eine und Runde ohne Leiter. ja, gibt dann irgendwie nicht Anarchie. Pures Chaos. Also wie bei uns, Kriegen wir das auch so ist. hin. Ja, das kriegt ihr auch so hin. Das weiß ich. Leider. Aber ja, aus dem ersten Grund wegen dem blöden Ding mit C und aus dem zweiten Grund, da wir über ganz Deutschland verteilt leben. Modi wohnt in Bayern, ich wohne in Sachsen. Das ist von jemand Sachsen, anderen. das ist auf der Karte und sonst auch relativ Wir haben rechts. ja, wir haben ja auch noch. Wir haben ja auch noch jemanden, der aus Köln kommt. Das ist, dann haben wir noch, wo die vierte Person, die fünfte Person herkommt, weiß ich nicht. Und die sechste, die fünfte, vierte und die fünfte. Ja. 7,2. Ah ja. Auf jeden Fall, wie ihr hier vielleicht schon gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, weil das noch nicht eingeblendet wird, weil das zu klein ist, gibt es auf jeden Fall hier Würfel.
Da würfelt man dann ein. Wir spielen wahrscheinlich wieder mit die 100 Würfeln und dann würfeln wir. Finde ich schade, dass das immer noch nicht angezeigt wird. Ich muss mal hier ein bisschen würfeln, damit das hier. Jetzt wird es mal angezeigt hier. Das wird angezeigt? Es müsste jetzt gleich im Stream. Ah, jetzt wird es angezeigt. Okay. Ah, da taucht es auch auf dem Stream. Ah, sehr schön. Ja. Da seht ihr gerade im Stream, müsste das untere zu sehen sein. Da haben wir zum Beispiel jetzt, da habe ich jetzt einen D100 Würfel gewürfelt und da steht jetzt 56. Da habe ich eine 56 gewürfelt. Moni, was bedeutet das denn jetzt für mich? Je nachdem, worauf du gewürfelt hast, heißt es entweder Erfolg oder Misserfolg. Für die Aktion, die du gerade durchführen wolltest. Okay, dann machen wir's. Wenn du gesagt hättest, du willst irgendwas machen, dann hätte ich dir auch genau sagen können, was passiert. Okay, dann sagen wir mal, machen wir das mal wie bei der ersten Runde, wie wir das schon gemacht haben. Ich versuche mal mit meinem Wert auf Überreden, versuche ich mal den Spielleiter zu überreden, dass er jetzt mal die Punkte verteilt. Dass wir jetzt mal im Charakterbogen die Punktverteilung machen, weil wir haben nach dem ersten Abenteuer uns, denke ich, ein paar Punkte verdient für die Abschließung der ersten Quest. Und auf Überreden habe ich dann, um es mal zu demonstrieren, auf Überreden habe ich im Charakterbogen jetzt, hier steht es drin, 50 plus 18. Du hast 50 darauf, außer es wäre erleichtert. Ah, okay. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Alles klar, also dann habe ich dann... Der Spielleiter erleichtert es mir natürlich nicht, weil es ist der ist natürlich ein starker Gegner, deswegen ist das nicht erleichtert. Normalerweise müsste es erschwert sein, aber jetzt, da das die erste Probe ist, machen wir das relativ leicht. Spielleiter ist ein starker Gegner, das sagst du. Gut, mit 50, da können wir sagen, 56 hat hier. Tavos hat hier auch irgendwas gewürfelt. Eine 30,55. Ja, er hat Spaß mit der Tanz. Minus 30,55. Was auch immer. Das sollte eigentlich nicht rauskommen bei dem Spiel. Meine 56. Ja, das ist halt lustig, es ist halt einfach nur ein Matheprogramm im Grunde. Also meine, da ich nur einen Wert auf 50 habe und 56 habe ich es also nicht geschafft. Richtig, Molly. Okay. Ich habe dich also nicht überzeugt. Genau, deshalb würde ich auch sagen, wir fangen direkt an. Ihr kriegt keine Punkte da für die letzte Runde. Oder will noch wer anders versuchen, Molly zu überzeugen? Wenn noch jemand anders, der einen höheren Wert auf überzeugen hat, vielleicht. Müsste ich gucken. Moment. Ich hab 74. Dann versuch du doch mal den Spieler zu überzeugen, dass er uns mal. Wieso ist eigentlich jede Pre-Show mit euch? Ich hab 40 plus 11. Ja, das ist ein gutes Beispiel, um das zu erklären, wie das Würfelsystem funktioniert. Können wir das doch glatt mal machen? Deine minus 30,55, die lassen wir jetzt mal nicht gelten. Oh. Also würfel mal Tavos. Na gut, weil du es bist. Oha. Yeet. Da im Pen and Paper, die Würfel, je höher das ist, desto schlechter ist das. In diesem Regelwerk zumindest. Ja. Im Regelwerk. Gut. Hat's der Tavos auch nicht geschafft. Was machen wir dann? Doch, locker. Doch. Hat er geschafft, 26, ja stimmt. Du solltest dir mal selbst zuhören, ja. Wenn du Dinge erklärst. Das würde nicht schaden. Und ich sag mal so, ich bin sehr froh, dass ich überwiegend moderieren werde heute. Ja gut, Modi ist der Spielleiter. Das ist ja zum Glück ist Modi der Spielleiter hier, deswegen haben wir da... Der neue Charakterbogen mich beim Kampf wieder beschissener macht. Ja, mich macht er auch irgendwie weil beschissen. Weil der körperliche Wert nichts mit dem Kampf mehr zu tun hat. Ja, das ist halt so, weil ansonsten macht es halt wenig Sinn, wenn jemand ein sehr guter Sportler ist und sehr gut schmieden kann und so weiter, aber noch nie ein Schwert gehabt, da kann der nicht einfach instant ein Meister darin sein. Da habe ich mich auch schon drüber beschwert. Schwingende fucking stumpfe Waffe. Ja, ich weiß. Das ist doch nicht gut, momentan. Prof, da habe ich mich auch schon drüber beschwert, weil ich habe da. Ich habe in Alchemie jetzt wieder 70. Ich hatte schon 91 in Alchemie. Also ihr seid doch fucking Level 1. Also irgendwie. Modi hat unsere Charakterbögen. Also Modi hat unsere Charakter. Ich hab's nur nicht eingetragen. Modi hat unsere Charakterbögen mal ein bisschen runtergescrollt. Kein Level-System. Da ein bisschen.
schlechter. Wir sind also schlechter als im ersten Teil, warum auch immer. Es gibt also keine Beweise dafür, dass es Level gibt. Ja gut. Momentan dann, noch nicht. Es ist auch noch ist auch eine fucking Bilddatei. Hm? Wenn ich zu dumm bin, eine PDF anzulegen. Während der Trailer lief auf Twitch, habe ich mal gerade eben eine PDF erstellt, aber gut, was soll es. Ja. Du hast in deinem Leben auch was mit Computern zu tun. Ich mach's auch in meiner Ausbildung, daher ist das. Mediengestalter, Vogel, natürlich kannst du das. Ja. Gut, Und mein technisches Wissen ist halt begrenzt auf, ich kann Bildbearbeitung und ich kann einen PC einschalten. Dude, Morty, Spielleiter, du wurdest dazu überzeugt, dass du uns jetzt mal ein paar Punkte gibst. Ja, ihr kriegt alle 50 Punkte, aka ein Level. 50 Punkte, yay. Und die verteilen wir jetzt. Damit kann ich dann über 100 würfeln. Über 100 wäre schwachsinnig. Kannst du machen, oder? Nee. Ja. So die können wir jetzt. Die können wir jetzt auf unsere Werte. Bin doof, aber nicht so doof. Ja, ihr könnt es auf alle Werte verteilen, auch auf die Grundfähigkeiten, die ihr oben links habt. Oha, okay. Grundfähigkeiten sind Wahrnehmung, Waffenlos, Mut und Wille. Oder ja, was? Genau, die, auf die ihr öfter mal würfeln werdet. Ja, der Charakterbogen. Mach mal den Charakterbogen schnell in GIMP auf. Also es ist natürlich für einen Stream ein bisschen blöd, dass der Charakterbogen jetzt nicht zu sehen ist, aber es ist da. Safe da. Image. Wir erklären es euch. Ja, Downloads meinetwegen. Ich erklär's euch so weit. Schreib's halt einfach auf einen Zettel. Nein, ich zeichne das da rein. Das zeichne ich rein. Okay, auch gut. Es macht auch Sinn, dass der Charakterbogen nicht zu sehen ist im Stream. Downloads. Gerade jetzt diesen Augenblick schlecht, aber ja. C wie Charakterbogen. GIMP. Aus irgendeinem Grund kommt mir das so wenig vor, was ich dort bei Kampf habe. Das hatte ich zwar auch vorher, aber... Ihr habt alle relativ wenig. Stimmt, für Waffen, Kampf. Fernkampf allgemein. Axt. Ja, ihr hattet auch für insgesamt 5 Kategorien 500 Punkte. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr euch auf Technik irgendwas fokussiert habt, drüben. Nicht wirklich gut sein. Momentan. Mut und Willenskraft ist nicht möglich. Das sollt ihr auch in dem Punkt doch gar nicht. Also wir werden alle sterben in dieser Folge. Das sagt er jedes Mal. Ihr könnt. Das ist klar. Diesmal habt ihr keine Plot-Armee, weil diesmal bringen euch die Gegner wirklich um. Wir sind einfach zu schlecht zum Kämpfen. Das ist... Gut, ich würde tatsächlich mal, ich halte das für sinnvoll, weil ich jetzt hier nur, ich sehe gerade, ich habe nur 10 auf stumpfe Waffen, warum auch immer. Weil du dir nur 10 auf stumpfe Waffen gegeben hast. Ich hatte zwar 20, ich habe gerade den alten Charakterbogen offen, da hatte ich zwar 20 auf stumpfe Waffen, aber was soll's. Dann trag dir die 20 ein, dann habe ich da wohl einen Fehler gemacht. Ich habe den gerade offen, ich kann vergleichen. Ja, wenn du andere Werte hast, dann trag dir die anderen Werte ein. Wie gesagt, ich habe den Wert, den Bogen, den du mir mal geschickt hattest. Da ich eher auf stumpfe Waffen mal leveln wollte, jetzt die Punkte, würde ich sagen, ich investiere einfach mal, da ich 20 schon vorher hatte, würde ich mal sagen, ich investiere 20 weitere Punkte, also habe ich dann 40 mit 40 auf stumpfe Waffen, also würde ich 20 von meinen 50 Punkten. Ja, das ist doch solide. Also 40 auf stumpfe Waffen würde ich mir mal gerne eintragen hier. Kann ich das hier gerade ändern? Ja, du hast ja sowieso eine magische Axt, die auch nochmal ein bisschen Bonus gibt im Moment. Zählt Axt als stumpfe Waffe? Nein, aber auf seinen Axtwert. Gut, auf Axt. Das heißt, kämpferisch müsste er gar nicht so schlecht dabei sein. Modi, auf Axt hast du mir 20 eingetragen, bei dem, da hatte ich in meinem alten Charakterbogen 60 schon drauf, also Vizemaker. Dann hast du mir einen falschen Bogen geschickt gehabt. Ja, ich trage das mal hier gerade mal eben. Moment, hattest du 60 mit Bonus oder mit ohne? Ich hatte mit Bonus 84. Okay, gut, dann hast du mir einen falschen Bogen geschickt gehabt. Habe ich den falschen Bogen geschickt? Ich habe dir aber nochmal. Einen falschen Bogen geschickt. Ich habe dir nochmal den richtigen geschickt. Falschen Bogen geschickt. Hast du mir einen falschen Bogen geschickt? Okay, dann trage ich mir auf Schimpf. Ich habe alles überprüft. Das war eigentlich identisch. Okay, ich trage mir schon mal 40 auf die stumpfen Waffen ein, denn das habe ich gerade gelevelt. 20 habe ich dafür ausgegeben. 60 hatte ich schon mal standardmäßig. Dann würde ich aber auf jeden Fall nochmal 10 auf Axt ausgeben. Damit hätte ich dann drauf 70. 70 auf Axt. Und auf... Oh ja, ich hab mich tatsächlich in den Werten verlesen. 20. Alles klar. Deshalb überprüft lieber nochmal. Ich bin auch nicht perfekt. Okay, dann habe ich schon 30 ausgegeben.
Da hätte ich noch 20 Punkte zum Ausgeben. Dann würde ich 10 davon auf Fernkampf investieren, da habe ich da auch 40 drin. Also Fernkampf, ja, und dann nehme ich noch, ich guck mal hier. Wo ist denn Sinnesschärfe hin? Hast du das gar nicht mehr eingetragen? Das Wahrnehmung jetzt. Wahrnehmung. Okay, Wahrnehmung. Das ist ein Grundwert, weil 10. Wenn jetzt nicht einer von euch blind, taub und Blödes. Zusätzlich noch keinen Geruchs- und Geschmackssinn hat, dann habt ihr zumindest Wahrnehmung. Also ich habe jetzt auch nochmal 20 Punkte auf Wahrnehmung, 20 Punkte auf Wille und 10 Punkte auf Fechten. Alles Was klar. bringt Wille? Glaub mir, das wirst du erfahren. Ich will es aber jetzt wissen, darum frage ich. Das ist zum Beispiel, wenn du durch irgendeinen starken Angriff gegen den Kopf für eine Runde kampfunfähig wärst, dann kannst du dich dazu zwingen, trotzdem weiterzumachen. Okay, dann... In der Richtung. Oder wenn irgendwer versucht, dich telepathisch zu manipulieren oder sowas, kannst du dagegen würfeln, damit. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch zum Ausgeben? Ich habe gar nicht mehr, ich habe gerade die Übersicht verloren. Ich weiß es nicht! Ich hab grad auf Axt hab ich. Warte eine Sekunde, auf Axt hab ich. Auf Axt hab ich 10 investiert, auf stumpfe Waffen hab ich. Telepathie geklaut, ne? Ich. Die hattest du? Ja, die hatte ich. Vielleicht 20 investiert, hatte ich 30. Ja, gut, du hast abgehört. Ich hab gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert, weil bei den Charakterbögen, die ich gekriegt habe, standen die teilweise nicht mehr vollständig drin. Okay, dann. Okay, da habe ich mal. Ich denke, die machen so mehr Sinn. Dann habe ich mal meine letzten 20 Punkte, die ich noch zum Ausgeben hatte, auf Wille draufgepackt. Damit habe ich jetzt in. Molly, schreib's dir auf. Damit habe ich jetzt in. Ich schreib mir deine Werte jetzt nicht auf. Das ist eure Sache. Dann habe ich das jetzt. Eure Werte notiert, oder nicht? Okay, dann sage ich es dir jetzt mal im Stream jetzt hier. Ich habe auf Wille jetzt 50, dann habe ich auf 8 70. Auf stumpfe Waffen 40 und auf Fernkampf auch 40. Ich habe 10 auf Wille. Rest. Ja. Ich habe auf Mut 30 und auf Wille 10. Ich glaube, damit kann man sich zufrieden geben. Wenn du dich halb tot sorgst, dann kannst du weitermachen. Perfekt. Also mit diesen Werten kann ich mich zufrieden geben. Und jetzt 70 auf die Keule. Mein Inventar ist auch schon eingetragen. Ist die wieder halbwegs in einem Bereich, mit der normal verwendbar ist. Meiner müsste jetzt auch halbwegs kampffähig sein. Du immer mit deinem halbwegs kampffähig. Ich kann dir mal sagen, wie viel Werte teilweise die Gegner haben, gegen die ihr kämpft. Also nicht nee, heute, sondern die jetzt bitte nicht spoilern. Also ich weiß, das war letzte... Verrecken nehme ich jemanden als Charakter mit aus dieser Welt. Modi, also ich weiß, das war letzte... Super. Ich weiß, das war im letzten Stream, in der letzten Runde haben wir gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern wir haben über eine Stunde lang gegen einen Typen gekämpft, der sich einfach nicht besiegen lassen hat. Also ja, der Typ sollte sich auch nicht besiegen lassen, so wirklich. Von der Sinn der Sache. Ausgelegt. Das ist kein Standardgegner gewesen. Hier zum Beispiel eine Gruppe von Goblins hätte zum Beispiel auf ihre Waffe 40. Auch maximal. Aber auch den Bosskampf haben wir am Abenteuer nicht besiegen können. Das war. Der war auch. Den sollte ich auch nicht besiegen. Das war so gedacht. Ja, es ist halt hier, einfach. Ein fucking Troll hat teilweise 30 auf sein Zeug jetzt. Wirklich stark im Moment. Dann werden wir ihn halt stark besiegen, dann sind wir halt starke Helden. Na, wollen wir doch mal hoffen. Ja. Gut, dass ich die Schwierigkeiten ein bisschen angezogen habe. Gut, na dann. So. So, hab die Dinge, die ich schnell ändern muss, jetzt zur Seite. Oh, stimmt, Mana sollte ich mir vielleicht nochmal aufschreiben, manuell. So, dann tragt euch noch eure, gebt euch noch eure Punkte. Tragt euch das noch ein. Ja, und vergesst euer Inventar nicht, ansonsten bin ich so ehrlich, dann habt ihr nichts. Mein Inventar habe ich gerade schon verloren. Und weißt du, was mir Angst macht? Den Hass habe ich gerade schon getan. Geistige Gesundheit. Ja. Von uns jetzt. Bei dir sollte es das auch. Wir haben geistige Gesundheit. Wenn ich als Nachteil Alkoholiker habe, kann ich meine geistige Gesundheit durch Alkohol auffüllen. Was? Das kannst du versuchen. Ich werde es versuchen. Modi? Wie ist denn das mit dem Geld, diese Runde? Wird das wieder... Dasselbe Geld, was du vorher auch hattest. Wir steigen ja genau da ein, wo wir letzte Runde aufgehört haben. In dieser Höhle mit dem Ledervieh. Also ich habe jetzt in meinem Inventar noch 75 Silber stehen. Haut das hin, oder?
Haut das hin oder habe ich da was Falsches eingetragen? Kann ja auch sein, dass da. Ich hab mir dein Geld nicht eingetragen. Wenn du was Falsches eingetragen hast, dann nimm halt den Wert. Da solltest du eigentlich Überblick drüber haben. Also ich habe auf jeden Fall 300 viel. Gold. Was? Ich weiß, wie wenig du hattest. Oh. Viel Verderber. Also irgendwo habe ich Zahlen noch rumfliegen. Soll ich das gleich schicken oder wie willst du das genau haben? Es ist mir eigentlich herzlich egal, mit dem könnt ihr sowieso in der Runde nicht viel machen. Sag ich ganz ehrlich. Also es okay, auf meinen Giga-Retro-Katalysator habe ich noch 4 Punkte. Bottle Caps dabei, also. Mein Zutatenbeutel hat noch 10 Füllvolumen. Ja, also 19,400 habe ich noch. Du kannst noch 10 Tränke deiner Wahl machen momentan. Aber ich habe noch für den Giga-Retro-Katalysator, für meine alchemistische Violenwaffe, habe ich gerade für den Grepius, da habe ich vier Einsatzdinger hier stehen für mich, wie auch immer das dazu kommt. Irgendwie stehen da vier. Dann müsst ihr mal neue machen, falls da. Ja, dann kannst du den gerne jederzeit neu machen. Dann brauchst du halt Zeug aus deinem Beutel. Können Zeit hinsetzen und dann mal kurz eine. Das denke ich, würde ich auch gleich machen. Ja, morgen kann ich. Sobald es im Spiel ist. Ich glaube, jetzt kann ich das schicken. Ist doch toll. Ist ja irgendwas noch, dass wir Zeit für Vorbereitung haben, bevor wir in die andere Welt gehen. Wahrscheinlich. So hat's gemeinsam mit dem Modermann. Also in der Stunde können wir dann. Du kannst davon ausgehen, das Gefühl habe ich auch. Du kannst von mir aus gern davon ausgehen, dass ihr da Zeit zum Vorbereiten habt. Also Mordi hat es zumindest beim letzten Mal so angekündigt. Abenteuer, natürlich haben wir Zeit. So viel Zeit wie wir wollen. Haha. Bedummt. So. Ist gut, dass ich jetzt nochmal geguckt habe. Ich habe fast meine Mana-Kugel vergessen, dass ich die ja noch habe. Schön. Oha. Ja, das wäre lustig gewesen. Obwohl, ich glaube, ich kann das. Das ist doch auch wieder super viel Glück. Du hast jetzt quasi doppelt so viel Mana wie sonst. Ja. Mordi? Ich hab 4 Mana. Ja, bitte. Wie sieht's aus mit dem mit dem Verwandlungssystem für meine, wo ich dich gestern nochmal vor der Runde suche? Das ist immer noch Standard, so wie ich es dir gesagt habe. Wenn es für eine gute Idee ist, das Zeug zu saufen, dann würfel ich drauf, was du wirst. Deshalb habe ich mir vom. Wir hatten darüber geredet, ob ja. Die Liste mit Tieren geben lassen. Wir hatten darüber. Die wir Liste hatten da, ist jetzt größer. Wir hatten darüber geredet, ob das Sinn macht, ein extra Wertesystem dafür zu machen, darüber haben wir geredet und ich habe gesagt, nein. Ich hielt es für. Sehr wahrscheinlich, dass der Gorin weiß, wie seine Verwandlungschemikalien funktionieren und dass das wenig Sinn macht, genauso wirkt wie auf dem. Das kann er gerne wissen, aber so funktioniert die trotzdem nicht. Du hast einen Trank von Random Verwandlung, darauf haben wir uns am Anfang geeinigt und das ist so. Und Random heißt Random. Deshalb du kannst dich ab jetzt außerdem in einen Hai verwandeln, das wird lustig. Das Ding hat dieselbe Wirkung auf den Gurin wie auf Gegner und andere. So wie das du ist mit Zaubertränken. Du bist ein Typ, der Pulver zusammenschüttet, du bist kein Zauberer. Okay. Also ja. Du kannst auch ein Wal werden. Naja, aber ich hab das halt schon oft genug ausprobiert und weiß halt, wie das funktioniert, deswegen ist das dann da. Aal finde ich gut. Na gut. Hamster ist auch mit drin. viel zu wenige Insekten. Schön. Insekten kann man auch nie genug haben, oder? Ist doch toll. Dann werde ich also sterben, wenn ich mir das mal selbst abkriege. Das Zeug darauf ausgelegt ist, dass die Leute mit Glück draufgehen, ja, wirst du wahrscheinlich. Deshalb. Also sag's mal so, die Chance ist da, dass du ein Problem hast, aber ein Großteil der Tiere sind sehr furry-basiert, also größtenteils Säugetiere. Also du wirst höchstwahrscheinlich nicht direkt sterben. Ich denke daran an eine Situation, wenn's zum Beispiel Gegner gegen mich einsetzen würden, dann ist halt. Wenn die es abfangen und zurückwerfen irgendwie, oder keine Ahnung, wie das da Baseball. Das irgendwann da denkt.
Baseball, okay. Ich meine, das ist jetzt eine Flüssigkeit, die verspritzt wird. Das wird schwierig, das abzufangen und zurückzuwerfen, aber irgendwie, wie ich hier Pen and Paper kenne, passiert das irgendwann mal. Ich glaube, das geht mit dem Cricket-Schläger. Ja, gut, oder falls oder ich mich mal... Falls oder mich wenn mal du 100 plus nochmal einen schlechten Wert würfelst, dann geht dir das Ding halt unterm Arsch hoch und du kriegst alles davon. Ja, oder falls ich mich mal selbst damit... Oder falls ich mich mal da selbst mit bespritze oder falls irgendwie mal... Falls du mal darüber Sachen verwechselst. Ja, darüber haben wir ja geredet, dass man der Charakter, dem traue ich das durchaus zu. Und das würde ich dann wahrscheinlich auch so spielen, dass das dann durchaus... Oder wird der Zwerg zur Wespe. Dass das durchaus mal passieren kann, cool. Dass ich im Vollrausch mal einfach mal eine Fjorde verwechsle und mal einfach nicht eine Droge schlucke, sondern... Ja, schmeißt uns mit irgendeiner Säure. Passiert dir das, dann musst du beten und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Es gibt hier ziemlich gute Sachen. Damit wäre aber Zwergi das, was am nächsten am Druiden ist. Also wenn wir Druideneffekte haben, kriegt Zwergi sie ab. Ah ja. Na, ihr kennt schon einen Druiden. Der würde alles abkriegen. Oh. Der nackte Druide. Ah. Ja, kommt er mit? Nein, tut er nicht. Das macht's der sitzt dann einfach in einer anderen Welt und ist etwas irritiert. Oder tot. Jetzt nicht zu viel Spoiler, nicht zu viel Spoilern. Das sind ja nicht Spoiler, es sind mögliche Dinge. Das sind Möglichkeiten wegen dieser Scheiße. Wir haben hier gigantische gigantische Random-Listen. 10.000 Einträge. Nice. Ja, und ich liebe jeden einzelnen davon. Ja, ich auch. Es wird super. Ich sag nur Imperial March. Mhm. Der Tod baut eine kleine Sommerhütte. Bitte was? Alles, das ist einer der Effekte. Alles aus Stein im Umkreis von 100 Metern explodiert. Ihr seid in einer Stadt aus Ruinen. Die nächste Sonne verwandelt sich in eine Supernova. Ja, das wird spannend. Wenn du die 10.000 würfelst, sind wir alle tot. Na gut. Dann guck ich nochmal auf meinen Charakter. Ihr habt wahrscheinlich doch schon noch genug Zeit. Da habt ihr halt einen Timer laufen. Und kaufen. Mal gucken. Und wahrscheinlich sehr viel Erfahrung. Scheint so zu stimmen. Okay, gut. Aber dann ist alles Relevante geklärt. Oder? Ich glaube schon. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Pause und legen dann nach der Pause mit Pen and Paper los. Sehr schön. Machen wir nach dem... Also ich setze mir als Ziel, dass ich mindestens einmal mit dem Franzosen saufen will. Wer nicht verreckt, gewinnt. Sonst noch irgendwelche Ziele, von denen ich wissen sollte. Ich sag nur die 10.000. E-Gitarre. Ja, das ist relativ wahrscheinlich, dass du eine bekommst. Yes! Juti. Ich meine, je nachdem, wie viele Hochhäuser du looten willst. Oh, fuck yeah. Das wird ja spannend. Geige hast du auch liegen lassen. Na, dann geht's nach der Pause. Geige ist mir scheißegal. Klassische Instrumente sind mir egal. Dann würde ich mal sagen, nach der... Ich schon mit meiner laute Party. Leute, dann würde ich mal sagen, nach der Pause geht's zurück in die Zukunft und dann. Ja. Ja. Klingt gut, wird lustig. Da haben wir ja, viel Spaß in Pen Paper. Die Herrschaft der Schatten. Teil 2. Ab in die Pause mit euch.